Hallo ihr Lieben aus London. Es ist ein kalter, regnerischer, grauer Tag, aber nichtsdestotrotz gehe ich heute ins Forbidden Planet und das soll ein echt guter Geek- und Nerdshop sein. Und da möchte ich euch heute mitnehmen und ich würde sagen, auf geht's! Der Forbidden Planet Megastore liegt etwas oberhalb vom Covent Garden und ist zu Fuß etwa circa 10 Minuten vom Oxford Circus entfernt. Auf dem oberen Floor findet ihr allerlei Figuren, aber auch sonstige Merch-Sachen wie Tassen oder Kleidungsstücke. Die Auswahl auf dem ersten Floor ist echt gigantisch und das, was ihr im Video seht, ist nur ein Bruchteil davon.
weiter geht's mit dem unteren Floor. Dort habt ihr eine riesen Auswahl an Mangas und Comics und weiterem echt coolen Zeug. Haltet auf jeden Fall Ausschau nach den 342-Deals. Diese, wie ihr im Video seht, sind mit diesem roten Sticker markiert. Ihr bekommt das günstigste for free. So, ich bin jetzt gerade rausgekommen bei Forbidden Planet und ich habe auch das ein oder andere gefunden. Bei dem 342-Deal habe ich mir 3 Mangas von One Punch Man geholt und außerdem habe ich noch ein kleines Geschenk für meinen Freund gefunden. Und ja, der Shop ist riesig. Er ist einfach enorm groß und ich glaube, für jeden Geek und Otaku-Fan findet ihr etwas dort, von The Walking Dead über Harry Potter bis zu Pokémon, One Punch Man, One Piece. Die Manga- und die Comic-Section ist riesig. Also wirklich, wenn ihr einen Manga sucht, dann geht am besten mal beim Forbidden Planet vorbei. Ich glaube, dort habt ihr einfach die größte Auswahl. Und wenn ihr London besuchen kommt für ein verlängertes Wochenende oder wie auch immer, dann geht auf jeden Fall vorbei. Es ist nur ein 10 Minuten Fußmarsch von der Oxford Street entfernt, also wirklich direkt um die Ecke. Fragt das Personal, wenn ihr irgendwas sucht. Die helfen einem sofort und sind super freundlich. Und ja, das war's mit meinem ersten London-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freut euch auf mehr Otaku-Stuff aus London. Tschüss!